Oh oh, überall auf der Welt gibt es Bösewichte. Wieso sie alle auf einmal aufgetaucht sind, werden wir nie erfahren. Was wir brauchen, sind Helden. Hoffentlich welche, die nicht ihre Unterwäsche über allem anderen tragen. Zeit einzugreifen, liebe Wissenschaft. Unten im Labor werden schon fleißig die besten DNA-Teile ausgesucht, die die Natur zu bieten hat. Der Plan? Das Beste von verschiedenen Tieren übernehmen und alles zum ultimativen, komplett natürlichen Superhelden-Serum mischen. Superhelden sind schnell, sehr schnell. Die Helden der Natur brauchen schnelle Reflexe und was das angeht, hält niemand mit der Langbeinfliege mit. Erschreckt sie sich, hat diese Fliege eine Reaktionszeit von weniger als 5 Millisekunden. Würdest du versuchen, diese Dame zu fotografieren, wären 9 von 10 Bildern verschwommen. Ganz schön kamerascheu. Aber die Fähigkeit, einem Foto zu entkommen, ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was unser Held braucht. Wie wäre es mit etwas DNA von einem der schlauesten wirbellosen Tiere? Ich spreche von blitzschnellen Reflexen und beeindruckender Reaktionszeit. Oktopus. Sie gehören zu den größten Fluchtkünstlern der Natur und sind sogar schlauer als manche Menschen. Jeder Krake hat 3 Herzen und 9 Gehirne. Oh, und er hasst es, zur Arbeit einen Anzug zu tragen. Jeder Arm, es sind tatsächlich keine Tentakeln, hat ein eigenes Gehirn, während ein zentrales Hirn, das wie ein Donut aussieht, den gesamten Körper steuert. Das bedeutet, jeder Arm kann sich bewegen, als wäre er eine eigene Person. Er kann schneller reagieren als ein Profi-Baseballer, selbst mit 8 Baseball-Handschuhen. Aber das ist nicht alles, was so ein Krake für unseren Helden hat. Genau wie Tintenfische haben Kraken grandiose Tarnfähigkeiten. Sie können ihre Haut an Farbe, Textur und Muster ihres Hintergrunds anpassen. Wahre Meister im Versteckspiel. Mitglieder dieser Familie, also im Prinzip Kalmare, Tintenfische, Schnecken, Nacktschnecken und der supergeniale Krake, sind tatsächlich farbenblind. Darüber ist die Wissenschaft genauso verwirrt wie du. Was diese Lebewesen so einzigartig macht, dass sie überall auf der Haut, nicht nur in den Augen, lichtsensible Zellen haben. Stell dir vor, du könntest mit deinem gesamten Körper sehen. 360-Grad-Sicht. Nicht schlecht für einen Superhelden. Superstärke ist der nächste Punkt. Und da steht der Mistkäfer schon in den Startlöchern. Der kann das mehr als 1000-fache seines Gewichts umherbewegen, was ihn gemessen am Körpergewicht zum stärksten Tier da draußen macht. Das ist, als würdest du 13 Elefanten ziehen oder 35.000 Chihuahuas. Wo würdest du all diese Hunde überhaupt herbekommen? Der Mistkäfer lässt das ganz leicht aussehen, mal davon abgesehen, dass er Gegenstände im Handstand bewegt. Das braucht unser Held definitiv. Zeit für den Schutz. Wenn du jetzt glaubst, dafür würden wir uns Schuppen- oder Gürteltier-DNA borgen, liegst du weit daneben. Der Naturheld sollte auch beweglich sein. Deshalb bietet etwas Kamelhaut-DNA die besten Chancen. Das ist ein Wüstentier, also macht es Sinn, dass seine Haut geradezu lächerlich hart ist. Sie kann dem brennend heißen Wüstensand genauso widerstehen wie der glühenden Sonne. Immerhin haben sich die Verantwortlichen nicht für Walhaut entschieden, auch wenn die bei weitem die kräftigste ist. Über 30 cm dicke Haut mag einen Superhelden hervorragend schützen, aber so etwas Simples wie durch eine Tür zu gehen, könnte zum Problem werden. Die 2 wichtigsten Dinge, die das Leben zum Leben braucht, sind Sauerstoff und Wasser. Unser Held sollte sich um dieses Zeug keine Gedanken machen müssen, besonders nicht, wenn er es mit Schurken zu tun hat. Unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben beschlossen, etwas Borneo-Barbur-Frosch- und Dornteufel-DNA beizumischen. So muss unser Held nie beim Supermarkt vorbei, um Wasser zu kaufen. Der Barbur-Frosch braucht keine Lunge, weil sein Körper Sauerstoff über die Haut aufnimmt. Weil er so flach ist, schafft das viel Oberfläche. Das ist nicht unbedingt die effektivste Art zu atmen. Deshalb ist es gut, dass der Frosch sich nicht allzu viel bewegen muss. Die Dornteufel-Eidechse kann unserem Helden Schutz geben. Sie beherrscht auch eine clevere Technik zum Wassertransport. Sie absorbiert Wasser durch ihre Füße, deshalb muss sie zum Trinken nie anhalten. Genau wie bei einem Schwamm trotzt das Wasser der Schwerkraft und wird nach oben gezogen.
Also muss unser Naturheld einfach nur auf etwas Nassem stehen, statt eine Flasche mit sich herumzuschleppen. So ein Superhelden-Dasein ist harte Arbeit und kostet viel Zeit. Wir können es uns nicht leisten, dass unser Held alle paar Stunden für einen Burger Pause macht, statt unsere Welt zu retten. Die grüne Samtschnecke treibt auf der Suche nach leckeren Algen im flachen Wasser umher. Ist sie einmal satt, war's das. Für ein paar Monate oder sogar für immer. Sie ist eines der wenigen Tiere auf unserer Erde, das Photosynthese betreibt. Das Ding, mit dem Pflanzen Energie bekommen. Sie ist im Prinzip ihre eigene Solarzelle. Sie muss nicht wie wir ständig zum Essen anhalten, was außerdem massig Toilettenzeit spart. Keine Pinkelpausen mehr für unseren neuen Naturhelden. Haut auf jeden Fall etwas von dieser DNA in die Mixtur. Alle Superhelden besitzen irgendeine Form von Superschnelligkeit. Genau das braucht unser Naturheld auch. Zeit, übers Fliegen zu reden. Der Wanderfalke erreicht mit Flügelschlägen locker Geschwindigkeiten von bis zu 90 km pro Stunde. Nicht gerade Lichtgeschwindigkeit, aber seine wahre Stärke ist der Sturzflug. Der Falke macht aus der Ferne sein Ziel aus, macht ein paar schnelle Berechnungen und schießt dann mit 320 km pro Stunde in die Tiefe. Mit höchster Präzision. Diese Vögel haben ihre Körper so entwickelt, dass sie absolut aerodynamisch sind. Im Sturzflug sind sie noch immer in der Lage, durch die Nase zu atmen und ihr Abendessen auszumachen. Sie besitzen in jedem Nasenloch ein Stäbchen und eine Flosse, um den Luftstrom zu verlangsamen. Ihre Augen verfügen über spezielle Schilde, die jeglichen Staub aussperren. Und wumms, das Essen ist fertig. Ein so schneller Sturzflug ist super, aber der Held der Natur muss auch gerade fliegen. Das heißt, wir brauchen grandiose Manövrierarbeit. Das schreit nach einem ganz besonderen Flieger, der kein Vogel ist. Die brasilianische Bulldog-Fledermaus wiegt fast nichts, aber das hält sie nicht davon ab, eines der agilsten Fluglebewesen zu sein. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde im Horizontalflug ist dieses kleine Säugetier der Luftakrobat der Natur. Davon brauchen wir unbedingt was. Federleicht und beweglich, die perfekte Kombi für den Helden der Natur. Außerdem könnte sich die Biosonarsicht einer Fledermaus beim nächtlichen Kampf gegen das Verbrechen als praktisch erweisen. Damit haben wir Schnelligkeit und Stärke. Was für eine Kombi. Aber was ein echter Held braucht, ist etwas Kavum-Kraft. Entsprechend braucht unser Held der Natur die Kraft des Fangschreckenkrebses. Der hat eine Schlagkraft von 155 Kilogramm. Das ist, als würde ein Panda auf dich fallen. Der Stoß hat noch unter Wasser eine Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde, was so schnell ist, dass er tatsächlich eine Schockwelle auslöst, und kriegt die Faust dich nicht, dann tut es die Schockwelle ganz sicher. Sie ist so mächtig und schnell, dass sie tatsächlich Wasser kochen kann. Der Held der Natur wird auch eine ordentliche Portion des schnellsten Kiefers der Welt brauchen. Die Schnappkieferameise kann ihren Kiefer mit beeindruckenden 230 Kilometern pro Stunde zuschnellen lassen. Das ist 2000 Mal so schnell, wie du blinzelst. Und schneller, als ich das lesen kann. Dieser Biss dient nicht nur dem Schutz. Die Insekten benutzen ihn auch als stylisches Gadget. Ein eigener Schleudersitz. Wenn sie mit ihrer Warp-Geschwindigkeit in den Boden beißt, kann sie sich bis zu 46 cm in die Luft katapultieren. Klingt zwar nicht sehr hoch, aber wenn sie alle es zusammen machen, Ameisen-Popcorn überall! Rechne das außerdem auf Menschengröße rauf und unser Naturheld kann ordentlich springen. Die Natur hat unseren Helden also zum Überleben, Fliegen, Schnellsein, Tarnen, mit der Fähigkeit, nicht aufs Klo zu müssen, fürs Springen mit dem Mund und Trinken aus einer Pfütze ausgestattet. Welche Fähigkeiten könnte er noch brauchen? Wie wäre es mit Strapazierfähigkeit? Um unseren Helden die besten Überlebenschancen zu verleihen, müssen wir einen Löffel Bärtierchen-DNA hinzugeben. Dieses winzig kleine Ding lebt nur etwa 2 Jahre lang, wenn es keinen Extrembedingungen ausgesetzt ist, nicht unbedingt Weltrekord. Was macht es also so besonders? Dieses kleine Lebewesen findet sich auf unserem ganzen Planeten an einigen extremen Orten. Antarktika, die Sahara-Wüste, sogar auf dem Mount Everest. Es kann sogar im Weltraum überleben, ganz ohne Raumanzug.
Astronauten und Astronautinnen haben sie 10 Tage lang außerhalb ihrer Raumstation ausgesetzt, ohne Wasser, Sauerstoff oder Nahrung. Wie haben sie das überlebt? Sie können bei Bedarf Winterschlaf halten. Wird es also schwierig, können sie ganz leicht ihre Körperfunktionen herunterfahren, bis jemand so nett ist, sie wieder in die Raumstation hereinzulassen. Ein wenig Bärtierchen-DNA und unser Naturheld könnte so ziemlich alles überleben. Das perfekte Superhelden-DNA-Serum. Hoffentlich gelangt das Rezept nicht in die falschen Hände.